So, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Licht ins Raum gebracht. Ja. Also, ich wurde jetzt gefragt, oder ich habe auf ein Video geantwortet von Isabel über diese ganzen chronischen Magen-Darm-Krankheiten oder wie auch immer. Es gibt ja, ich sag mal, einfach so, es gibt Laktose, Fructose, was weiß ich, alles Mögliche. Und jede. Ich lausche gerade, dass mir keiner hier ins Bild kommt. Jede Sache hat halt was mit Durchfall zu tun danach. Also, ich habe, ich kann euch sagen, ich habe auch in meiner Ausbildung die Fachwörter für diese Sache damals gelernt, aber das fällt mir gerade so nicht ein. Aber ich kann sagen, dass ich von allem auch was habe. Also Fructose, Laktose und dass ich auch viele Sachen oder viele Lebensmittel einfach nicht vertrage oder nicht aufnehmen kann oder einfach ganz schnell wieder geht alles raus. Es geht alles raus, das kann ich euch sagen. Es geht auch schnell und es geht auch wirklich, auch wenn mein Freund meint ja wohl, ich würde spinnen. Aber das ist halt so. Und ich kann euch jetzt sagen, genau, ich wollte euch erzählen, wie das anfing. Also, das ist vor ein paar Jahren angefangen. Also, ich hatte vor ein paar Jahren wirklich, wirklich schlimm Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür und halt einen, ja, entzündeten Darm, Magen, wie auch immer. So, dass ich keine Nahrungsmittel richtig aufnehmen konnte oder eigentlich gar nicht. Und ich totale Magenschmerzen hatte, also solche Magenschmerzen, dass ich gedacht habe, ich habe auch Luftnot gehabt, dass ich wirklich gedacht habe, ich sterbe oder ich habe einen Herzinfarkt. Und dann war ich im Krankenhaus und wurde was anderes festgestellt. Also das war kein Herzinfarkt, das war einfach nur diese Magenerkrankung, dass ich einfach nichts mehr aufnehmen konnte. Und ich habe dann, also ich habe, ich sag mal, ich war bei mehreren Ärzten oder auch Ärztinnen, weil ich dann in dieser Zeit auch keine Lust mehr auf Ärzte hatte. Und ich nur noch gedacht habe, jetzt spinnen die ganzen Ärzte, was erzählen die mir hier für ein Blödsinn. Mir geht es zwar voll schlecht, ja. Ich kann keine Nahrung aufnehmen, es geht alles durch. Entweder ist mir so schlecht, dass es vielleicht oben wieder rauskommt oder halt unten. Und dann aber ich bin nicht zu irgendeiner Ärztin gekommen. Irgendwann habe ich eine Ärztin gefunden, die natürlich auch noch mehrere Untersuchungen gemacht hat. So mit Fructose-Laktose-Test und was weiß ich. Und die hat mir dann gesagt, lassen Sie das mal ein paar Jahre weg. Oder überhaupt, lassen Sie mal diese Milchprodukte und was weiß ich alles weg. Und ich habe dann mir auch gesagt, nicht nur mir gesagt, sondern mir ist halt vom Magen her, ist mir das aufgefallen. Was soll ich denn sonst noch essen, wenn ich nichts essen kann, weil mir so schlecht ist, weil ich so Magenschmerzen habe, weil das und das und das. Und dann habe ich einfach, ich habe wirklich, stellt euch das vor, ich habe wirklich, glaube ich, 1 bis 1,5 Jahre mich von Schonkost ernährt. Und das ist keine Schonkost gewesen eigentlich, sondern wirklich nur Haferflocken mit heißem Wasser und ein bisschen Zucker. Ja? Das habe ich täglich gegessen. Nur das, nichts anderes. Und natürlich Wasser getrunken. Viel Wasser getrunken, stilles Wasser. Nicht natürlich, sondern ich habe gesagt, also ich habe seit dem 14. Lebensjahr trinke ich sowieso nur stilles Wasser. Und ich habe dann in der Zeit, wo das dann so akut war, auch nur das gemacht. Stilles Wasser getrunken und mich halt von Haferschleim ernährt. So kann man es sagen. Nicht Schonkost, sondern es war Haferschleim. Ja. So 1,5 Jahre bis 2 Jahre, glaube ich, bis mir dann von diesem Zeug, das ist natürlich auch meistens drin geblieben und hat sich halt, ich sag mal, der Magen hat sich daran gewöhnt, alles generiert, wie auch immer das man nennen kann. Und irgendwann mal, irgendwann wirklich, wurde mir von diesem Haferschleim einfach schlecht. Das konnte ich dann auch irgendwann mal nicht mehr essen und sehen. Und dann habe ich gedacht, ja, fange ich einfach mal langsam. Ich habe keine Medikamente genommen für gar nichts. Aber gut, in Anführungsstrichen zu akuten Zeit. Natürlich habe ich da irgendwas genommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt mehr. Auf jeden Fall, damit, ja, damit
Ich hatte da irgendwelche Tabletten bekommen. Aber die habe ich leider vergessen, wie die hießen und was das war. Weil, was soll ich das alles aufbewahren, was ja sowieso alt ist? Die habe ich auch verbraucht, wahrscheinlich auch letzte Packung weggeschmissen oder was. Naja, auf jeden Fall war mir halt dann nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten schlecht von Haferschleim. So, also das konnte ich dann halt auch nicht mehr essen. Und dann habe ich mir gedacht, ich war auch dann nochmal bei meiner Ärztin und habe dann gefragt, und sie hat ja auch gesagt, fangen Sie dann irgendwann wieder langsam an, irgendwie das und das und jenes zu essen, was Sie halt mögen oder was Sie denken, was Sie essen können. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch natürlich, habe ich in der Zeit auch nur laktosefreie Milch getrunken, wie auch immer. Ich konnte auch keine Eier vertragen. Die esse ich heute bis heute nicht. Die kann ich immer noch nicht vertragen. Aber ich habe dann langsam wieder mit Essen angefangen. Also mit allem eigentlich. Auch mit richtigen Käse irgendwann. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum und wie lange. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt sagen, dass ich das heute noch so mache. Ich gucke mir das Essen an. Ich sage auch, eigentlich habe ich auch kaum Hunger auf irgendwas so. Also das ist auch so eine Sache für sich. Aber ich habe halt im März, habe ich dann Smoothies oder Schmoothies, ich sage immer Smoothies, also mit wirklich nur vegan, also so richtig Gemüse oder Obst. Damit habe ich angefangen, dieses Jahr. Und die Jahre davor habe ich halt immer das so gemacht. Ich habe in Maßen gegessen, also diese Sachen, alle Sachen halt. Egal was, ob es jetzt Fleisch war oder sonst was, aber nur in Maßen. Wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt zum Beispiel eine Käsepizza gegessen oder Margherita bestellt und es war eine große und vielleicht habe ich dann nur ein Viertel davon gegessen oder nur ein Stück und es war gut. Also ich konnte, es war blieb drin und ich sag mal, wenn ich dann mehr gegessen, also ich habe dann immer nicht getestet, sondern mein Inneres und mein Körper und mein Bauch haben mir immer gesagt, wann es zu viel ist oder wenn es jetzt genug ist. Das ist heute noch so. Wenn ich irgendwas esse und ich merke das, ja, merke das einfach, wenn es dann sozusagen anfängt, wieder einen schlecht zu gehen sozusagen. Und es könnte vielleicht, wenn ich jetzt doch noch ein Stück esse von dem und dem, könnte es gleich sein, dass ich doch vielleicht auf die Toilette sitze. Und dann esse ich es einfach, auch wenn es ist halt schade, wenn man das halt stehen lässt, weil man vielleicht eine XXL-Pizza oder sonst was hatte oder was weiß ich, weil man gerade sozusagen vor dem man das gegessen hat, den Gedanken und das Gefühl hatte, ich möchte jetzt das essen und bestell mir das, ja. Dann ist es aber so, wenn es halt nicht reinpasst oder wenn es halt nicht mehr geht, dann lasse ich es halt. Entweder nehme ich es dann mit nach Hause und esse es am nächsten Tag oder es kommt halt weg. Das ist halt zwar schade, aber es ist halt für mich besser, sag ich mal, als wenn man das, was ich. Wobei ich sagen muss, ich bestelle mir keine XXL-Pizza, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne, also ich bin sowieso sehr sparsam mit irgendwas, was ich, ob ich was bestelle oder was kaufe. Also wenn, dann gucke ich immer, dass es kleine Portionen sind, ne? Dass man dann auch, man kann ja nachbestellen oder man kann nachkochen oder so wie Smoothies machen, kann man auch nachmachen, wenn man dann sagt, ach, ich bin noch nicht satt geworden. Wobei im März war das einfach ganz super. Also das war ein Monat, der war eigentlich in Anführungszeichen schön und doch irgendwie unschön. Andererseits mit der Ernährung und mit dem Wassergehalt, den ich getrunken habe und mit den Smoothies und so, habe ich mich wohlgefühlt. Und war auch einfach super. Ich hatte keine Durchfälle, ich hatte keine Magenprobleme. Und damit wollte ich jetzt sozusagen in den nächsten Tagen, Wochen auch wieder anfangen. Weil diese Sache, was ich halt immer vorher gemacht habe, in den Jahren davor, halt so alles in Maßen und gucken, wie man das, ja, was der Magen halt macht. So habe ich das gemacht in den letzten Jahren. Und heute möchte ich halt, oder jetzt in den nächsten Zeiten möchte ich halt das wieder ganz neu umstellen oder besser gesagt, noch mehr gucken,
was wirklich gut für mich und meinen Körper und meinen Magen ist, damit ich jetzt kaum oder kein Mal mehr hier mit Durchfall, ne? Magenschmerzen auf der Toilette sitze. Und das ist halt für jeden seins. Also ihr müsst halt gucken, ob ihr den Weg geht, dass ihr also dass ihr die Ernährung umstellt. Und ich kann euch auch noch sagen, das ist auch Kopfsache. Wenn ihr, also es ist wirklich Kopfsache. Es ist genauso wie wenn ich jetzt sage, ich muss nicht auf Toilette oder ich muss also jetzt auch Pipi machen oder so. Wenn ich immer sage, ich muss nicht oder ich habe im Kopf nur immer das Gleiche hier so, das dreht sich halt so Wirbel, Wirbel, Wirbel so immer, es dreht sich immer nur um das gleiche Thema, dann geht's, sage ich euch nur, also für mich ist es einfach so, dann geht es einfach nicht weg. Dann habt ihr dieses Thema in euch und lasst es einfach nicht los. Dieses Thema ist egal, welches Thema es ist, ob es jetzt was mit, also eine Krankheit mit dem Magen ist oder zum Beispiel Kopfschmerzen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber irgendwas nachdenke, das habe ich auch hin und wieder mal gehabt und früher mehr als heute. Und wenn ich dann die ganze Zeit darüber nachdenke und mir den Kopf zerbreche, dann kriegt man einfach diesen Kopf, den Druck und den Kopfschmerz kaum mehr auch von dem Kopf weg, weil der bleibt dann. Egal, also du kannst auch wirklich dann Schmerzmittel nehmen, wenn du willst. Aber das ist, für mich ist das ungesund. Also nicht ungesund, aber ich finde das einfach Blödsinn. Weil man muss und man kann und man darf einfach anfangen, damit zu lernen und dieses hier, was sich immer dreht, um irgendein Thema, wie es auch immer, damit zu lernen, umzugehen und ich sage immer umzudrehen. Das musst du dann umdrehen. In positiven Sachen oder hinterfragen, warum oder wieso ist das jetzt so? Wieso denke ich jetzt darüber immer wieder nach? Wieso, 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 wieso? Oder warum? Wenn du das dann hast und vielleicht irgendwann auf so einen Punkt kommst, ich weiß, vielleicht liegt es an dieses oder jenes, dann kann man damit weiterarbeiten. Aber ansonsten kann ich nur sagen, probiert es einfach aus. Mit der Ernährungsumstellung, egal, also egal wie, ob du jetzt vegetarisch anfängst, vegan oder wirklich Schonkost, ja, Schonkost oder einfach so wie ich, sagen, ja, ich probiere es halt jetzt mit Haferschleim aus und esse dieses einfach, solange ich denke, für eine Zeit lang, solange ich denke, das ist gut für mich. Ja, ich habe es wirklich gemacht. Mich haben wirklich Leute angeguckt, was isst du denn da für ein Zeug, ne? Ja, oder auch meine Arbeitskollegin damals. Ih, das isst du jetzt zum Frühstück oder so oder wann auch immer oder zum Mittag oder Ja, und man kann, also ich sag mal, es gibt ja auch andere Menschen, die sind jetzt mit dem Magen anders, also die reden sich was anderes ein, so wie Bulimie oder Magersucht, die sind ja anders drauf. Die essen dann oder ernähren sich nur auch von einem Teil und sagen, von den Kalorien her, ja, ich werde davon schlank oder bleib davon schlank und was weiß ich. Aber ich habe das ja für meine Gesundheit und für meinen Magen gemacht und jetzt nicht, um irgendwie viel 10 Kilos abzunehmen oder 20 oder 30 oder was weiß ich, weil ich, das war einfach so, weil es halt da war. Ich hatte wirklich Magenprobleme, richtige Schmerzen und habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ja, wirklich. In der Zeit wirklich, ich hatte Luftnot und ich habe gedacht, ist es jetzt eine Lungen, ich war auch ganz durcheinander, ist es eine Lungenentzündung, ist es ein Herzinfarkt oder sonst was. Und im Krankenhaus wurde das halt nur festgestellt, dass es halt was anderes ist, also halt, hatte halt etwas mit dem Magen und mit dem Darm und sonst was zu tun. Ja, und das habe ich sozusagen, für mich habe ich das jetzt bearbeitet oder gehe damit so um, habe auch einiges losgelassen, habe auch diese Glaubenssätze oder diese ganzen anderen Gedanken, diese Kreislauf von diesem Thema, ja, warum, wieso, ach, mir geht's so schlecht und was weiß ich, mir geht's immer schlechter, ach, ich muss zu Hause bleiben, ich muss schon wieder aufs Klo, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann dies und jenes nicht. Das ist ja wieder dieser Kreislauf. Nicht ist falsch.
Ich kann vieles. Ich kann vieles auch so machen, ohne dass ich da sage, ich muss jetzt auf Toilette, ich muss jetzt erstmal alles rauslassen, weil ich einfach diese Nahrungsmittel oder dies und jenes nicht vertragen kann, weil mein Körper das einfach abstößt. Dann ist es halt so. Aber man kann es auch umdrehen. Ich sage immer umdrehen, umdenken, versuchen, egal wie, einfach versuchen. Und egal wie lange ihr dafür braucht, ob ihr jetzt 2 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, keine Ahnung. Gut, es kann ja dann auch sein, dass es dann funktioniert, so wie bei mir. Ich habe das rausgefunden, es funktioniert, es hat mir geholfen. Fertig. Es kann auch sein, dass ich jetzt in 2, 4, 5 Jahren wieder so ein Dings kriege und so ein Buff, voll die Magenprobleme und Durchfall und Kotzeritis und keine Ahnung. Und es bleibt erstmal wieder ein paar Wochen, Monate, wie auch immer. Ja, und aber wenn ich jetzt so positiv denke darüber und jetzt darum kämpfe und jetzt sage, das ist gut so und es ist gut und es bleibt so gut, wie es ist und es wird gut, dann ist es halt so. So denke ich darüber. So, das wollte ich euch nur einfach da zu diesem Thema Magenkrankheiten sagen, was ich halt gemacht habe. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Freude und probiert es einfach aus, egal was. Oder lest euch irgendwo noch weiter durch. Es gibt genug Bücher, was weiß ich, keine Ahnung. Probiert es einfach. Es ist mein Weg gewesen. Hat mir gut getan und fertig. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Ja. Tschüss.